Ja, kann ich sagen. Aus dem einfachen Grunde, weil, also Nachrichten, also der Klassiker, ich gehörte zu den Menschen, die nicht um 19:30 Uhr zu Hause gesessen haben und dann die aktuelle Kamera gekickt haben, was ja immer so kolportiert wird, was die Leute so, ja. Also, das meiste, was die gekickt hast, war Tagesschau um 20 Uhr, also, das, ja, oder heute Journal um 19 Uhr, heute Show, heute. So, ja, aber die Wende habe ich ganz einfach verpennt, aus dem einfachen Grunde, weil. Erstens wurde das ja nicht so, wie es jetzt hier immer gezeigt wird. Oh ja, und sonstige. Wie gesagt, wenn du die Nachrichten gekickt hast, hast du das ja nicht so mitgekriegt. Und das lief ja dann durch Buschfunk. So, bloß ich musste ja am nächsten Tag um 5 Uhr morgens wieder raus. Ich musste ja dann nach Treptow. Also ich habe dann in Treptow gearbeitet. So, naja, also Stullen schmieren, also morgens und sonst wieder duschen, also duschen war ja nicht und so, waschen, ich hatte ja keine Dusche und so, war ja Außenklo alle noch. Also heißt, ich bin früh pennen, ja. Also morgen bin ich dann aufgewacht, naja, gut, bin ich nochmal zur Arbeit gefahren, weil da war ich auch so pragmatisch, da habe ich so gedacht, ja, die schlagen sie jetzt alle tot und benehmen sie wie die Tiere, ah! Und so, wisst ihr, ja, stürmen die ganzen Läden und so, wisst ihr, der Geier irgendwie was und so. Da habe ich gedacht, gut, kann ich mir, weil das wusste ich auch, das wird nicht, unumkehrbar sein. Also das wird nicht mehr, ja, das Ding ist offen, da wird nicht mehr passieren. Also das bleibt so. Kann ich also 3 Tage später ganz entspannt so hingehen. So habe ich gedacht, also, da habe ich wirklich so pragmatisch gedacht. Was ich noch dazu sagen muss, die Demonstration, die habe ich natürlich mehr oder minder mitgekriegt. Weil ich habe ja nun Ferbeliner, also ich habe ja Brunnenstraße gewohnt, dann habe ich Ferbeliner Straße gewohnt und da war ja dann die Zionskirche. Und die war ja mit der Umweltbibliothek und so weiter. Da muss ich aber auch sagen, ist auch nie wirklich in mein Bewusstsein gekommen, oder sagen wir mal so, dass ich es wirklich gewusst habe. Oder dass wirklich jemand sagt, hey, du musst dich mal da informieren oder jemand dahin. War auch nicht so. Also das war wirklich auch so insidermäßig, dass du wirklich, ich meine, ich war zwar oft unterwegs und hatte auch bestimmte Freunde und so weiter, aber im Großen und Ganzen, das war auch nicht so. Präsent. Präsent war natürlich dann durch die Demonstration und die Polizei, die dann da war, ja, die Zionskirche und Gethsemane-Kirche, war ja dann auch, also ich wohnte ja bei Ferbeliner dann, Ferbeliner Straße, und da war ja dann die Gethsemane-Kirche auch nicht allzu weit, aber bin ich auch nie hingegangen und so weiter. Ich habe es zwar alles wahrgenommen, aber ich war ja eigentlich alleine. Bin mit 16, fast 17, bin ich von zu Hause ausgezogen. Also ich habe dann wirklich so einen Cut gemacht, indem ich gesagt habe, Mutter, tut mir leid, ich kann das hier mit Vater hier, ja, seine Arbeit saufen, trinken, schlagen und so weiter, kann ich nicht mehr mitmachen und das ist, ich komme hier nicht weiter. Und entweder trenne ich, also habe ich meine Mutter ein Ultimatum gestellt, habe gesagt, trenne ich von ihm oder ich ziehe aus. Ja, meine Mutter trennt sie nie mit 5 Kindern und so weiter, trennt sie nie von dem. Ja, also gut, also habe ich gesagt, gut, sehe ich für mich keine Perspektive und bin dann auch ratzfatz ausgezogen.